Hallo und willkommen bei Macmaniacs. In diesem Video-Review geht es um die IKEA Symfonisk Lautsprecher. Die arbeiten im Sonos-Verband oder als AirPlay 2 Lautsprecher und im folgenden Video erfahrt ihr alles, was es über diese Lautsprecher zu wissen gibt. Ja, und weil Sonos bislang sehr kostspielig war, ich glaube bei 250 Euro haben die angefangen mit dem kleinsten Sonos One Lautsprecher. Freut sich besonders, dass IKEA jetzt auch solche Lautsprecher im Angebot hat. Das sind richtige Sonos Lautsprecher, das heißt, die konfiguriert ihr auch mit der Sonos App, da kommen wir später dazu. Und die sind einfach preiswert. Die fangen hier bei 99 Euro an aktuell, Stand Oktober, November 2019 und kosten dann bis zu 179 Euro mit dieser Lampe da hinten. Wir beleuchten jetzt also, was die Vor- und Nachteile sind, ob das lohnt, in dieses System zu investieren, ob man die vielleicht gut kombinieren kann und vor allem, was sie auch als AirPlay 2 Lautsprecher taugen. Wenn euch das Video gefällt, dann vergesst bitte nicht, ihr könnt auf den Like-Button da unten klicken, da freue ich mich riesig und natürlich auch, wenn ihr ein Abo für den Kanal abschließt, das kostet euch keinen Cent, mich unterstützt es ein bisschen und wenn ihr mich noch weiter unterstützen möchtet, dann gibt es auch patreon.com/macmaniacs, da gibt es obendrauf auch noch einen Podcast für meine Unterstützer. Ja, und bevor wir jetzt zum Lautsprecher an sich kommen, verpackt ist das Ganze in reinem Karton, das ist wunderbar, da ist nur eine Plastiktüte um die eigentlichen Lautsprecher herum drinnen. Das Leuchtmittel wird, glaube ich, nicht mitgeliefert, da müsst ihr daran denken und da empfehle ich euch gleich eine Tradfree-Lampe, wenn ihr das System schon im Einsatz habt, zu kaufen, denn dann könnt ihr das Ganze auch dimmen oder nicht. Wenn ihr es nämlich nur so mit einer klassischen Lampe verwendet, dann könnt ihr die nur ein- und ausschalten, bis zu 7 Watt LED-Leuchtmittel übrigens, dann könnt ihr die nur ein- und ausschalten, aber nicht dimmen oder irgendwie ferngesteuert steuern. Natürlich tut es auch eine ganz normale Philips Hue-Lampe, da müsst ihr nicht im IKEA-System bleiben. Wenn wir uns also nun diesen Regallautsprecher anschauen, von vorne sehr unaufgeregt, der hat so eine Stoffabdeckung mit einem Tab, da steht Sonos und IKEA drauf. Die kann man abnehmen, die kann man dann vermutlich auch relativ gut reinigen. Und darunter seht ihr also im Prinzip einen Tiefmitteltöner, einen Hochtöner und ein Bassreflexrohr. Mehr gibt es da auch nicht zu sehen. Und dann gibt es diese Bedieneinheit mit den Knöpfen. Da habt ihr Play-Pause, Minus, um leiser zu machen, Plus, um lauter zu machen. Das Einzige, was mir daran nicht so gut gefällt, ist, dieser Druckpunkt ist extrem schwammig. Das könnte wesentlich klickiger sein. Fände ich besser, aber alles in allem benutzt man diese Bedienelemente am Lautsprecher selbst nicht so oft. Die gibt es natürlich auch in rein weiß. Das Ganze ist relativ ein schönes mattes Finish hier. Die können auch als Regalelemente verwendet werden. Die könnt ihr dann quasi an die Wand schrauben. Ihr seht, da gibt es hier so eine schöne Durchführung. Da könnt ihr da bequem das Kabel rausleiten oder seitlich natürlich auch. Man kann die dann hier aufhängen. Da gibt es spezielle Klammern und Haken, die IKEA verkauft. Sind wirklich wahnsinnig günstig. Ich glaube, irgendwo bei 4 Euro fängt das an und geht dann bis 9 Euro rauf. Wuhu. Grundsätzlich also eine feine Sache. Und damit seid ihr natürlich auch flexibel, die aufzustellen, hinzulegen. Ihr könnt die hier im Querformat verwenden, ihr könnt die im Hochformat verwenden. Ihr habt dann hier Gummifüßchen, um sie aufzustellen. Ihr habt hier Gummifüßchen, um sie aufzustellen. Das ist grundsätzlich also schon mal eine sehr, sehr feine Sache. Und man ist wahnsinnig flexibel, die Dinger irgendwo zu montieren und zu verwenden oder einfach nur hinzustellen. Ebenfalls auch schön, das habt ihr schon gesehen, das ist dieses gewebeummantelte Kabel, das wirkt ziemlich hochwertig. Hier hinten haben wir dann auch noch einen Netzwerkanschluss, wenn ihr die Lautsprecher nicht übers Wi-Fi bedienen möchtet, sondern zum Beispiel direkt mit dem Router verbinden möchtet. Ja, und dann haben wir natürlich auch noch neben dem schwarzen und weißen Regallautsprecher diese Lampe da hinten. Ihr seht da diesen Stoff, der da drauf ist, die wackelt jetzt ein bisschen, weil sie auf der Sofalehne steht. Dieser Stoff da hinten ist so eine Art Socke, den könnt ihr aber nicht selber runterziehen, weil gerade da, wo die Durchführung für den Schalter ist und auch hinten beim Netzwerkanschluss, da könnt ihr irgendwie den Stoff nicht rausfriemeln. Ich habe das nicht probiert, denn das sind natürlich alles Leihgaben, die mir IKEA zum Testen geschickt hat, die muss ich jetzt dann nächste Woche wieder retournieren. Deswegen war ich da nicht sonderlich experimentierfreudig. Alles in allem die Lampe, also als ich sie zuerst gesehen habe, war ich nicht hundertprozentig von dem Design überzeugt. Ich bin jetzt auch noch nicht hundertprozentig überzeugt. Ich könnte die in einem Raum, der relativ weiß ausgestattet ist, ganz gut verwenden. Sie wird, glaube ich, auch hier hinten ganz gut aussehen. Persönlich hätte ich mir ein etwas anderes Design gewünscht. Ich finde es nicht hundertprozentig stimmig. Die hat dann da ja auch diese, ich hebe sie mal da hoch, die hat dann da ja auch diesen Unterteller, diese Untertasse. Da sind dann im Prinzip die Bedientasten drauf. Die sind klickiger als auf den anderen, also die sind wesentlich angenehmer zu bedienen. Dann auf der Seite gibt es diesen eigenwilligen Drehschalter, der eigentlich so wie so ein alter Garagenschalter. Wir haben früher in der Garage immer diese grob rastenden Schalter gehabt, so ein bisschen, ne? Erinnert er mich daran. Das ist übrigens Glas, das ist ganz schön, das ist, wirkt sehr hochwertig, die ganze Lampe wirkt grundsätzlich sehr hochwertig.
Was ich zum Beispiel nicht verstehen kann, ist, warum ist der Netzwerkanschluss auf der Rückseite, der Stromanschluss, aber viel praktischer auf der Unterseite, denn eigentlich will ich natürlich gar kein Kabel sehen. Sprich, wenn ich die wohin stelle, wo ich dann in der Nähe den Router habe und ein Kabel da rausführen will, dann will ich natürlich auch das Netzwerkkabel versteckt haben. Geht aber hier nicht, das geht hinten raus aus der Lampe. Das sind so Kleinigkeiten. Grundsätzlich diesen Schirm kann mit einer einfachen Drehbewegung abmachen. Das ist wunderbar, das funktioniert einwandfrei. Man kann den dann perfekt putzen, vorsichtig. Ich werde das eher sein lassen. Alles, was ich mit Glas in irgendeiner Form zum Putzen anfasse, ist ziemlich schnell ziemlich kaputt. Man kann das aber machen und wie ich schon erwähnt habe, da passt ein 7 Watt LED-Leuchtmittel rein, E14 Fassung, also die kleine. Ich würde euch da empfehlen, kauft euch eine U oder eine Tradfree-Lampe, die ihr da reingeben könnt und dann könnt ihr das Ding auch fernsteuern. Ihr müsst dann halt diesen Schalter immer eingeschaltet lassen, aber grundsätzlich ist das eine feine Sache. Warum sie IKEA nicht von ab Werk eingebaut hat, eine Tradfree-Steuerfunktion, man weiß es nicht. Natürlich würde es den Preis der Lampe hochtreiben. Natürlich wäre es komplizierter, denn speziell beim Dimmen, wenn du eine Funktion einbaust und dann schraubt da jemand eine LED-Lampe, die vielleicht günstig ist, die nicht dimmbar ist, rein, dann wird die Lampe kaputt, dann funktioniert das nicht. Und ich denke, das wollte man sich grundsätzlich ersparen, weil man ja nicht sicherstellen kann, welche Leuchtmittel da tatsächlich eingebaut werden. Umgekehrt, wenn man ein festes Leuchtelement einbaut, wäre die Lampe nochmal teurer. Und dann hast du natürlich einen Teil, das kaputt gehen kann und dann vielleicht mühsam oder teuer ausgetauscht werden muss. Insofern, ich verstehe es. Mein Tipp, kauft euch ein steuerbares Leuchtmittel rein, dann habt ihr da auch gleich fürs Smart Home eine praktische Lampe. Übrigens, weil ich gerade Smart Home erwähnt habe, ich habe im letzten Video getestet von Osram einige Smart Lampen und einen Lightstrip. Ich würde sagen, ich verlinke euch jetzt einfach mal die Smart-Lampen, da kommt ihr dann auch hinten im Abspann zum Lightstrip, falls euch das interessiert. Das sind ganz, ganz feine Leuchtmittel, die mit HomeKit kompatibel funktionieren. Und wenn ihr also diese Lampe oder den Regallautsprecher gekauft habt, dann wollt ihr den natürlich auch ehestmöglich in Betrieb nehmen. Und da ist natürlich die Frage, wie einfach funktioniert das und wie logisch kann man sich da anmelden. Zuallererst, um diese Dinger betreiben zu können, auch wenn ihr plant, sie nur mit AirPlay 2 von Apple bespielen zu lassen, ihr müsst trotzdem die Sonos App laden. Ihr müsst die Sonos App laden, ihr müsst euch ein Sonos Konto anlegen. Das hat gewisse Vorteile, denn wenn ihr auf einem anderen Device euch einloggt, dann habt ihr dann gleich die Synchronisation von den Musikdiensten. Grundsätzlich finde ich es generell nicht gut, wenn ich für irgendein System, das nur in meinem Haus steht und Sonos funktioniert dann auch nur im heimischen WLAN. Wenn ich irgendwo weiter weg bin, kann ich das nicht steuern. Ich kann also nicht irgendwelche Leute, die zu Hause sind, ärgern und die Musik einschalten. Da verstehe ich nicht, warum ich einen Kontozwang hier habe. Aber das ist so. Ihr müsst euch ein Konto anlegen, dann folgt ihr einfach den Schritten in der App. Das ist relativ selbsterklärend. Es gibt da keinerlei Probleme. Ihr konfiguriert dann das Wi-Fi vom Lautsprecher. Er wird erkannt. Ihr drückt zwei Tasten, damit es auch bestätigt ist, dass ihr von dem Lautsprecher redet. Das ist natürlich insofern wichtig, wenn ihr da gleich, keine Ahnung, drei Stück kauft und da großen IKEA-Einkauf gehabt habt. Dann ist es natürlich dazu da, um Sonos zu sagen, dass es jetzt genau dieser Lautsprecher ist, den ihr konfigurieren möchtet. Ihr könnt dann auch sagen, dass wenn ihr zwei von denen habt, ich habe einen weißen und einen schwarzen zum Test bekommen. Ihr könnt dann auch sagen, dass ihr die zum Beispiel auf den Schreibtisch stellt, ihr verbindet ihr Stereo-Paar und dann könnt ihr die auch einfach als einen Stereo-Lautsprecher ansprechen. Funktioniert perfekt, funktioniert dann auch, wenn es eingerichtet ist, über AirPlay 2. Also dann tauchen diese zwei einzelnen Sonos-Lautsprecher als ein Stereo-Lautsprecher auf. Ebenfalls wunderbar gelöst. Grundsätzlich hätte ich mir bei der Einrichtung so ein paar Schritte weniger gewünscht. Also das sind schon so, ich glaube, insgesamt 12 Bildschirme, die man da weiter drückt und weiterschaltet, bis man dann letztlich eben den einen Lautsprecher eingerichtet hat. Und das macht man dann natürlich eingeschränkt für die anderen Lautsprecher immer mal wieder. Was auf Twitter als Frage gekommen ist, ist einerseits, kann man es ohne Sonos App bedienen? Nein. Die andere Frage war, wie viel Leistung wird im Standby verbraucht? Das sind circa 4 Watt, wenn der Lautsprecher angeschlossen ist. Das müsst ihr rechnen. Das ist jetzt nicht so wenig, muss man jetzt mal hier sagen. Manche Fernseher brauchen 0,2 Watt, wenn sie im Standby sind. 4 Watt ist schon ordentlich, entspricht aber, ich habe es gemessen mit dem Eve Energy, entspricht aber auch dem, was der Hersteller sagt. Der sagt, glaube ich, 3,8 Watt verbraucht der Lautsprecher im Standby. Und die dritte Frage, die auf Twitter gekommen ist, ist, kann ich ein bestehendes Sonos-System dann auch über AirPlay 2 bespielen, wenn ich mir die dazu kaufe? Ja, das funktioniert. Dann müsstet ihr allerdings meines Wissens zumindest in einer die bestehenden Sonos-Lautsprecher in der Gruppe mit diesem hier haben. Ich habe jetzt nicht so viele Lautsprecher, die ich dazu nutzen kann, deswegen, falls ihr da noch irgendwas nachbessern wollt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Generell, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare, gleich nachdem ihr ein Like geklickt habt. Schreibt es in die Kommentare, ich werde versuchen, das so gut wie es geht zu beantworten, solange ich die Lautsprecher noch hier habe. Und ansonsten frage ich euch gerne bei IKEA nach, falls Fragen auftauchen sollten.
Was dann übrigens auch noch so eine Sonderfunktion von Sonos ist, ihr könnt, beziehungsweise ihr werdet bei der Einrichtung gefragt, ob ihr TruePlay verwenden möchtet. Das ist im Prinzip eine Möglichkeit, da lauft ihr mit dem iPhone durch den Raum und Sonos versucht dann mit den Mikrofonen des Geräts den Raum zu vermessen und die Audiowiedergabe an den Raum anzupassen. Ich habe das vor vielen Jahren, ich habe am Blog eine Review gemacht zum Sonos Play One, glaube ich, hätte geheißen. Keine Ahnung, ich blicke nicht mehr so ganz durch die Benamung durch von den ganzen Sonos-Lautsprechern. Jedenfalls, ich habe das damals gemacht. Jetzt aktuell mit dem iPhone 11 funktioniert das noch nicht. Da wird gesagt, dieses Device ist noch nicht kompatibel mit TruePlay, konnte ich also für euch nicht testen. Aus meiner Erinnerung hat es aber jetzt nicht großartige Unterschiede in meinen Räumlichkeiten gemacht. Es kann natürlich sein, dass ihr da Räume habt, wo TruePlay wirklich den Sound verbessert. Aber dazu kann ich euch jetzt hier leider nichts sagen. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Streaming. Und das ist ja schließlich der wichtigste Punkt. Deswegen habt ihr euch vielleicht oder möchtet ihr diese Lautsprecher kaufen. Denn, wie gesagt, Streaming über Sonos ist die eine Sache. Streaming über AirPlay 2 ist die andere Sache, die die Lautsprecher können. Über Bluetooth funktioniert das Ganze allerdings nicht. Fangen wir mit Sonos an. Das System hat definitiv Vorteile, wenn ihr es über die Sonos-App benutzt. Der Nachteil ist, ihr müsst ein Sonos-Konto anlegen und ihr müsst wieder eine weitere App für die Musikwiedergabe verwenden. Ich persönlich habe auf meinem Haupt-Homescreen genau eine Musik-App. Das ist die Apple Music-App momentan. Davor war es die Amazon Music-App. Ist aber jetzt diese eine und eigentlich mag ich nicht zu einer anderen App umschalten. Aber bei Sonos habt ihr verschiedene Vorteile. Ich habe es euch schon erklärt. Das streamt der Lautsprecher selbst. Der verbindet sich mit dem Wi-Fi. Der ist permanent mit dem Wi-Fi verbunden und wenn ihr dem sagt, spiel diese Musik ab, dann holt er sich die Musik direkt von dem jeweiligen Musikdienst. Ihr verbindet den mit zum Beispiel Apple Music, ihr verbindet den mit, keine Ahnung, Audible, ihr verbindet den mit Pocket Casts, wie auch immer. Und dann könnt ihr direkt dem Lautsprecher sagen, hol dir diese Musik direkt aus dem Netz. Und wenn ihr dann zwischenzeitlich das Handy ausschaltet oder das Handy leer wird oder keine Ahnung was passiert, auf jeden Fall die Verbindung abreißt, dann spielt der Lautsprecher trotzdem weiter. Das ist der eine Vorteil. Der andere Vorteil, und dazu zeige ich euch ganz einfach jetzt mal die Sonos App, denn die ist grundsätzlich auch ziemlich gut gemacht, die Sonos App. Die ist sehr einfach aufgebaut. Ihr habt dann auf der Hauptseite unten wieder diese Tabs, diese Menüleiste. Da ist das erste ganz links, mein Sonos. Und dann habt ihr die letzten Wiedergaben aufgelistet. Ihr habt die Wiedergabenlisten, die ihr zuletzt abgespielt habt, zusammen mit dem Symbol von dem Dienst, von dem das Ganze gekommen ist. Und ihr habt dann verschiedene Sender, die ihr euch auch hinterlegen könnt, wenn ihr die abgespielt habt. Und da taucht dann immer mehr, je mehr ihr abgespielt habt, taucht dann da drinnen auf. Das ist also sehr, sehr fein, denn ihr könnt sofort wiedergeben, ihr könnt sofort fortsetzen oder eben diese Alben und Playlists immer mal wieder abspielen, wenn ihr es möchtet. Und je öfter und je länger ihr das System benutzt, desto mehr ist da natürlich drinnen. Der nächste Tab ist Durchsuchung. Das sind grundsätzlich alle Dienste, die ihr habt, zum Beispiel Apple Music. Dann lädt ihr, ich könnte für mich anschauen, dann werden diese für mich personalisierten Apple Music Sachen angezeigt oder ich klicke auf meine Musik und habe da zum Beispiel meine ganzen Künstler, die da drinnen sind und kann das auch direkt auf den Lautsprechern abspielen. Ich könnte zum Beispiel in die Playlists reingehen, ich könnte zu den Autosongs gehen und dann zum Beispiel sagen, diesen Song, Titel zu meinen Sonos hinzufügen, weil ich den so gerne höre, dann will ich den immer sofort verfügbar haben. Ich kann aber auch eine Sonos-Playliste hinzufügen und so weiter, abspielen, danach abspielen. Ich kann also quasi von verschiedenen Diensten, und das ist ein weiterer Vorteil der Sonos-App, verschiedene Songs oder Alben zu einer Playlist hinzufügen und die werden dann nach der Reihe abgespielt, egal welcher Musikdienst da dann dahinter steckt. Also das ist ziemlich fein gemacht und das gleiche gilt natürlich auch für Pocket Casts. Wenn ich da jetzt zum Beispiel zu meinem Podcast schauen will, die ich höre, dann kann ich die natürlich auch direkt dann auswählen und kann sie auch auf dem Lautsprecher jeweils abspielen. Bei Räume sind dann die einzelnen Räume, die ich da im Prinzip angelegt habe. Da ist jetzt dieser Lautsprecher hier, der ist der Lounge-Lautsprecher. Dann ist im Prinzip die Lampe, die wäre im Schlafzimmer eingesetzt und der dritte Lautsprecher steht im Büro. Und ich kann dann auch jederzeit sagen, mach eine Gruppe und aus die Gruppe machst du jetzt bitte aus der Lampe und aus dem Lounge-Lautsprecher und dann sind die zusammengruppiert und dann kann ich mir da Musik aussuchen, um das abzuspielen und dann läuft die auch vollkommen synchron und zuverlässig über diese Lautsprecher abgespielt. Immer vorausgesetzt, euer WLAN schafft das auch, also ein schnelles Wi-Fi solltet ihr auf jeden Fall haben. Und in den Einstellungen natürlich könnt ihr dann sagen, okay, welche Dienste will ich hinzufügen, welche Sprachassistenten will ich hinzufügen und benutzen. Das funktioniert natürlich dann auch dann mit der Tante von Amazon oder mit dem Google Assistant. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ihr verwenden könntet. Das ist auch ziemlich fein gemacht. Grundsätzlich also
alles richtig gemacht, was die Sonos App angeht, wenn man denn wirklich eine weitere App benutzen möchte. Und die zweite Variante ist dann natürlich AirPlay. Und AirPlay ist so eine Sache. Mein Mac hat Catalina schon drauf, meine Devices haben alle iOS 13 drauf und da ist meine Erfahrung aktuell, Stand Ende Oktober 2019, mit keiner Beta-Version. Das funktioniert meistens sehr gut, aber nicht immer. Ich habe da diverse Diskrepanzen gehabt, es ist manchmal einfach die Musik so auseinandergelaufen, dann wieder zusammen, es hat so quasi Versatz gegeben und das hört sich dann so aus, als ob es einen großen Hall gäbe. Es ist nicht viel, aber es ist merklich und es stört die Musikwiedergabe. Es gab manchmal Aussetzer. Das darf einfach bei so einem System, bei so einem Audiosystem nicht passieren. Da schiebe ich aber den schwarzen Peter definitiv Apple zu. Das denke ich nicht, dass das an den Lautsprechern liegt, sondern das dürfte definitiv eine Apple-Geschichte sein, die sie einfach eine der weiteren Stories, die sie mit iOS 13 noch nicht im Griff haben, wobei es für mich meistens ganz gut funktioniert, aber eben noch nicht so, wie es soll. Was aber ein weiterer Vorteil ist, wenn ihr AirPlay 2 nutzt, dann könnt ihr die Dinger auch kombinieren mit einem HomePod zum Beispiel. Sprich, wenn ihr einen HomePod im Haus habt, dann könnt ihr den mit AirPlay 2 genauso gleichzeitig ansteuern wie die IKEA Symphonist Lautsprecher. Das ist natürlich wieder ein entscheidender Vorteil. Und dieses AirPlay-System natürlich könnt ihr auch im ganzen Haus verteilen. Also grundsätzlich sind die Vorteile von der Sonos App schon größer. Die braucht ihr sowieso, die müsst ihr sowieso installieren. Ihr müsst auch darüber Updates machen. AirPlay 2 funktioniert aber auch in einem gewissen Rahmen ganz gut. Wenn ihr noch auf iOS 12 seid, vermutlich sehr gut. Wenn ihr auf iOS 13 seid, vielleicht ab iOS 13.2. Schauen wir mal, was da die Zukunft so bringen wird. Was ihr aber nicht könnt beim Thema AirPlay 2, die Sonos-Lautsprecher tauchen natürlich nicht in der Home-App auf. Also die haben nichts mit HomeKit zu tun, die haben nichts damit zu tun, dass ihr sie vielleicht hinzufügen könnt. Da tauchen sie nicht auf. Ihr könnt also auch keine Automationen machen. Zum Beispiel sagen, um 7 Uhr in der Früh sollen alle Lautsprecher losspielen. Das geht nicht, denn ihr könnt die in den Automationen nicht abrufen. Und dann kommen wir zum wichtigsten Punkt, dem Klang der Lautsprecher. Und da ist das so ein bisschen mein Lieblingsbegriff, Mixed Bag. Der hier, der klingt okay. Man darf jetzt nicht vergessen, das ist ein Sonos-Lautsprecher, die ganze Sonos-Technik da drinnen, um 99 Euro. Der klingt für 99 Euro ganz gut. Der kann ziemlich laut Musik wiedergeben. Der hat ziemlich gute Höhen. Nicht brillant, aber gut. Die Mitteltöne sind ein bisschen hohl, also gerade wenn ihr jetzt Musik anhört, wenn ihr zum Beispiel irgendwie so Ella Fitzgerald, eine gute Aufnahme von Ella Fitzgerald, so eine Sängerin, die wirklich tolle Stimme hat, ist ja ganz egal, setzt irgendeine Sängerin mit ganz toller Stimme, Joan Baez oder keine Ahnung, Jesse Norman oder so, eher so klassische Musik, Jazzmusik, da weiß ich nicht, ob ihr damit wirklich glücklich werdet. Wenn ihr eher so Popmusik anhört, da sind die auch absolut ausreichend. Da ist ja nicht so viel Gesang, da ist mehr so Musik eben, Töne in irgendeiner Form. Bässe sind auch okay, die sind halt, ich meine, ihr dürft nicht vergessen, ich habe es vorher gesehen, wie breit oder wie klein dieser Mittelton-, Tiefton-Lautsprecher ist. Das heißt, da darf man sich nicht zu viel erwarten, aber für 99 Euro klingt es durchaus okay. Persönlich, wenn ich jetzt hier im Haus verschiedene von diesen Lautsprechern verteilen wollte, wie gesagt, die gehen ja nächste Woche retour, dann wären es eher so diese Regallautsprecher, wären eher so die, wo ich jetzt hier in diesen Raum einen platzieren würde, wo ich vielleicht in die Badezimmer einen hintun würde. Die Lampe zum Beispiel hätte einen ganz guten Platz im Schlafzimmer, damit könnte ich mich auch sehr gut anfreunden. Gerade so, wenn es wieder ums Wäschefalten geht, die Lampe reinstellen, Musik aufdrehen, das ist super. Zum Klang von der Lampe kommen wir gleich. Aber dort, wo ich wirklich ganz, ganz oft Musik höre und vielleicht auch etwas zu laut Musik höre und richtig gerne Musik höre, da ist dann der HomePod schon um einiges besser. Allerdings nicht so viel besser, wie er teurer ist. Denn der kostet 330 Euro, 350 Euro, je nachdem, wo ihr den kauft. In Österreich kauft ihr ihn gar nicht, außer über Drittanbieter. Die Lampe bekommt ihr bei IKEA für 179 Euro. Ist ein super Deal. Ist auch ein super Deal. Also grundsätzlich kann ich euch das empfehlen, auch diesen Lautsprecher, auch wenn er nicht so hundertprozentig wunderbar klingt, aber ganz gut. Die Lampe wiederum, die hat einige Vorteile. Die hat nämlich einen wesentlich besseren Bass, einen wesentlich knackigeren Bass. Vom Klang her sind die Mitteltöne auch besser. Immer noch nicht wuhu, Wahnsinn, absolut toll, aber besser und also merklich besser als von diesem Lautsprecher. Die Höhen sind ungefähr gleich. Also grundsätzlich, wenn ihr mehr Klang möchtet, greift ihr zur Lampe, dann müsst ihr auch wesentlich mehr Geld ausgeben. Wenn ihr einfach nur Multiraumbeschallung möchtet, dann könnt ihr das mit diesem System wunderbar umsetzen. Jetzt wisst ihr meine übliche Ansprache. Bevor wir zum Fazit kommen, ich bitte euch ganz herzlich, klickt auf den Like-Button unter dem Video und auf den Abo-Button, um den Kanal zu abonnieren, damit ihr benachrichtigt werdet. Wenn neue Videos kommen, könnt ihr auch noch aufs Glöckchen klicken. Da würde ich mich in allen drei Fällen wunderbar viel drüber freuen. Und wenn ihr mich unterstützen möchtet, dann geht mal auf patreon.com/
/MacManiacs. Da gibt es dann als kleines Goodie auch noch einen Podcast oben drauf. Fazit zu IKEA Symfonisk. Eigentlich habe ich schon alles vorweggenommen. Sie funktionieren gut, sie haben einen okayen Klang, einen guten Klang, einen okayen Klang. Für kleines Geld könnt ihr alle Räume in der Wohnung, im Haus erweitern mit einem Sound, der wirklich okay ist. Und ihr habt vor allem kleine, dezente Lautsprecher, die überall hinpassen und die Tasche nicht leer machen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt es bitte unter das Video in die Kommentare. Ich werde es dann ehestmöglich beantworten und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald und ciao, ciao.